Hi, ich bin Rico und wohne mit meiner Freundin Fulltime in unserem Van. Aktuell sind wir bei unserem Freund Robin in Füssen, um hier so einiges an unserem Auto zu reparieren und optimieren. Als erstes mussten wir den Rußpartikelfilter ausbauen. Der muss nämlich eingesendet werden, um ausgebrannt zu werden. Das war eine ganz schöne Fummelarbeit und ich habe jetzt schon Angst, den wieder einsetzen zu müssen. Am Ende wollte sich auch eine Schraube nicht lösen. Wir haben es dann aber mit dem Brenner geschafft. Abends haben wir dann alle eine Runde Dart zusammengespielt. Ein bisschen Spaß gehört halt auch dazu. Am nächsten Tag wollte ich dann die Standheizung einbauen. Dafür musste ich aber erstmal die komplette Sitzbank ausbauen. Und nein, ich hatte keine Ahnung, was ich hier tue. Aber hey, ich hab's geschafft und bin jetzt mega happy. In den nächsten Tagen haben wir noch Folgendes vor. Wir wollen einmal eine Surfbretthalterung an die Seite anbringen, denn aktuell transportieren wir unsere Surfbretter oben auf dem Dach. Aber dort brauchen wir jetzt den Platz für eine Dachbox, denn wir haben einige neue Sachen auf unserer Reise dazu bekommen, wie zum Beispiel unsere Neoprene. Nicht alles brauchen wir davon jeden Tag und wir lieben unsere Ordnung im Van. Und gerade jetzt, zu diesen kalten Monaten, wollen wir uns das so richtig gemütlich im Auto machen. Also Surfbretthalterung und Dachbox wollen wir jetzt die nächsten Tage noch anbringen, also schaut gerne vorbei.